So, meine Freunde, herzlich willkommen zum Tuning Tuesday. Wir berichten heute hier live aus dem Lamborghini Urus. Ja? In dem Urus haben wir verbaut ein Prior Body Kit. Wir warten jetzt noch auf Felgen, dann machen wir ein paar schöne Fotos und Videos, dann seht ihr, wie das Ding aussieht. Ja, ich muss euch sagen, von außen sieht es ziemlich gut aus. Fehlen nur noch die Felgen, weil jetzt sieht es ein bisschen krank aus, das Auto, weil die Felgen zu weit drin sind, weil ja der Body Kit das Auto ein bisschen breiter gemacht hat. Und dann zeigen wir euch das alles. Aber jetzt fangen wir an, Paul. Genau. Manche haben wieder Fragen gestellt. Ja. Lass uns einfach ein paar Fragen beantworten. Fangen wir mit dem Nikola an. Er fragt, woran erkennt man einen seriösen und guten Tuner? Puh, Nikola. Nikola was? Ja. Ja, woran erkennt man ihn? Das ist eine gute Frage. Ich meine, es gibt viele Blender, ja, das wissen wir alle. Ich denke mal, die Definition Tuner ist ja mal erstmal so, was meint er damit? Jetzt rein optisch Tuning oder halt Software? Ich denke, er geht auf Software hinaus. Das heißt Software. So, wenn ihr euch sicher sein wollt, dass jemand die Software wirklich selber schreibt, ja, dann fragt ihn einfach mal, ob er euch was dazu erklären kann, beziehungsweise ob ihr mal zugucken könnt. Ja, und er dann was schreibt und ihr erklärt ihm da was. Weil nur dann könnt ihr euch sicher sein, dass er selber schreibt, was aber nicht heißt, dass er ein guter Tuner ist. Ja? Ich denke mal, das liegt ja auf der Hand, wenn es ein Unternehmen jetzt länger gibt, sagen wir mal 10, 15 Jahre und die immer noch am Markt sind, dann geht man davon aus, dass es ein gutes Unternehmen ist, wo auch gut arbeitet. Weil ich denke mal, wenn jemand schlecht wäre, dann wird es nicht länger geben wie 5 Jahre. Vermute ich mal. Ja. Okay. Der Martin schreibt, wieso sitzt ihr in einem Seat-Autohaus? Teilt ihr euch das Gebäude, bis euer eigenes steht? Martin, my love. Ja, so ist es. Wir waren ja vorher in Weißbach in einer kleinen Halle drin. Da hatten wir den Prüfstand und alles drin. Und die kleine Halle in Weißbach wurde dann praktisch verkauft und wir mussten raus. Wir waren da 6 Jahre in Miete, haben dort unsere Entwicklungen gemacht. Endkunde hat uns da wenig interessiert. In Weißbach haben wir nicht so viel gemacht. Wir waren mehr auf Entwicklungen unterwegs und sind dann da raus. Und da ich ja in Bad Mergentheim wohne, ich habe früher in Künzelsau gewohnt, jetzt in Bad Mergentheim, da meine Frau von hier ist, haben wir das jetzt so gemacht, dass wir im Seat-Autohaus drin sind, weil das einem Freund von mir gehört, wir uns da eingemietet haben und dort jetzt arbeiten, bis unser neues Gebäude steht. Wir haben jetzt heute die letzten Unterschriften gemacht zum Bauantrag und denken, dass es jetzt dann losgeht. Gut. Gehen wir rüber zum Florian. Er möchte mal zum RS6 was wissen. Ja. Wenn wir jetzt echt mal volle Hütte reinmachen, also wirklich kompletter Umbau, was kann man so maximal rausholen? Vom RS6? Ja. Welche RS6? Gehen wir mal vom neuesten RS6. Vom neuesten RS6? Ja. Also wenn ich so den neuesten RS6 anschaue, der Motor und alles ist alles wunderbar. Und wenn du da alles machst, standfest, da bist du ja schon mit guten 800, 820 PS unterwegs, wo auch hält und du keine Probleme bekommst. Ja. Da machst du dann ein bisschen Lader und so. Okay. Sind moderne Fahrzeuge mit Lambda 1 grundsätzlich vollgasfest? Das schreibt der Unde. Unde? Also Unde. Ich kann dir sagen, wir haben mal getestet an einem AMG GT. Ja, mit 1000 PS sind wir echt eine Zeit lang nicht Lambda 1 gefahren, Volllast, sondern so 0,095, 0,096. Also sehr, sehr mager. Das Problem dabei ist, dass du einfach sehr, sehr hohe Temperaturen bekommst. Ja, das bedeutet, dass ja die Teile darunter leiden, weil ja alles sehr heiß wird. Es dehnt sich aus, die Belastung ist da. Und ich kann dir sagen, die neuen Fahrzeuge sind schon so auch programmiert, dass du sehr lange, sag ich mal, Lambda 1 fährst, bis du dann eine gewisse Temperatur hast und der dann langsam anfettet. Das heißt also beim neuen Audi TTRS zum Beispiel, wenn du beschleunigst von 0 raus, dann hast du erste, zweite Gang, fährst du meistens Lambda 1 und er fettet dann erst langsam an. Also das heißt, die Teile, klar wird die Technologie besser, die Teile werden besser und es kann schon halten, ja. Und der nächste Grund ist halt klar, Umwelt, ne? Kommen wir zum Franz Hohmann. Er fragt, wenn ein Hersteller eine Software-Update installiert, ist die Software dann hinfällig? Wenn er bei uns war? Nee, also ja klar, wenn er bei uns ja, war. Ja, klar. Also es ist so, wenn jetzt jemand zu uns kommt und der kriegt Software von uns und geht dann
zum Service und der bekommt ein Update, wo er dann neue Software bekommt. Dann ist unsere Software natürlich weg. Aber natürlich auch nur, wenn es ein Motorsteuergerät-Update ist. Ja? Es gibt ja auch Software-Updates, wie zum Beispiel Getriebesteuergerät, Radio, Türen, bla bla bla. Das Auto hat ja viele Steuergeräte. Und unseres ist nur weg, wenn der Motor abgedatet wird. Ja? Nur dann. Und dann ist es bei uns so, dass im ersten Jahr sind wir so kulant und sagen, okay, wenn das im ersten Jahr passiert, dann zahlt der Kunde nur 120 Euro für die Wiederbespielung. Das heißt, wenn ein Software-Update da ist, dann kommt der Kunde zu uns und für 120 Euro bekommt er wieder die Software drauf. Ja, und nach einem Jahr regeln wir das meistens so, dass er dann 50% Nachlass bekommt auf die Leistungssteigerung, weil klar, wir können ja nicht für immer und ewig das für 120 Euro rausgeben, wenn natürlich der Aufwand immer neu ist und wir immer neu schreiben müssen, die Software. Ja. Gut, dann kommen wir zu der letzten Frage. Der Gaugel möchte gerne wissen. Wer? Der Gaugel. Gaugel? Mhm. Gaugel 19. Ja. Er möchte gerne das nächste großes Projekt wissen. Ich nehme mal an, vielleicht ein Auto mit sehr viel PS. Ja, also das nächste große Projekt, ich habe jetzt von meinem Kunden den 991.2 Turbo bekommen, wo komplett alles gemacht worden ist, Getriebe, Motor, alles. Und da gehen wir jetzt mal gucken, was das Ding so drückt. Also das ist jetzt unser nächstes großes Projekt, wo mit Sicherheit 1200, 1300 PS sein wird. Und da freue ich mich schon ganz arg, Paul. Auch. Dann war das jetzt eine schöne Spazierfahrt. Ja, in diesem Sinne genießt die Sonne oder auch nicht. Bei uns scheint sie gerade. Und hier zeigt man unser Grundstück. Das ist jetzt unser Grundstück. Wir sind hier zwischen der Herm-Tankstelle und dem Waschpark. Da sehen wir schon, da haben wir jetzt die Bäumchen weggemacht, den ganzen Hecken und so. Und dann wird jetzt hier gebaut. Ja, wir haben 4800 Quadratmeter Grundstück, die Halle wird 800 Quadratmeter, wird sehr schön gemacht, der Kunde muss sich wohlfühlen, das ist mir am wichtigsten und dann machen wir das schon alles, gell, Paul? Gut. Sehr schön. Dann stellt jetzt eure Fragen, schreibt und dann sehen wir uns am nächsten Dienstag wieder. Macht's gut. Ach so, und ich habe euch ja damals letzten Dienstag gesagt, schickt mal ein paar Videos zu den Fragen, nicht nur Texte, aber irgendwie hat es nicht geklappt. Ein Video ist reingekommen, hatte Paul gesagt, die trauen sich vielleicht nicht, sich zu zeigen. Wir machen das einfach so. Wie? Schickt einfach, wie ihr wollt, einfach mal Videos und wenn wir mal genug haben, machen wir ein Video draus. So, genau. Ja. Machen wir das so. Also, in diesem Sinne, macht's gut. Tschüss. Tschüss.